Vielleicht haben wir uns ein wenig zu Unrecht nur auf die Klassiker konzentriert. Also, wie wär's damit? Der 2020er 151 Formula Drift Supra. Die Basis ist ein 2020er Toyota GR Supra. Modifiziert von Papadakis Racing mit etwa 700 extra PS. Aber eine höhere Grundgeschwindigkeit macht es notwendig, den Drift mit einem höheren lateralen Tempo zu fahren. Dabei ist, dass schnellere Autos die Vorwärtsgeschwindigkeit mit dem optimalen Winkel in Einklang bringen müssen. Du machst das sehr gut. Das ist eine wirklich schwierige Kurve. Mach dich bereit, das Heck praktisch zu destabilisieren. Also, geht doch! Damit sind wir im oberen Projektionsbereich. Voraus, aber du verpasst ein paar schöne Ecken, wenn du ihn nimmst. Und das Maximum erreicht. Aber mach weiter für die... meine... für die besten Listen? Ja. Noch etwas Zeit. Sag mal, magst du Vulkane? Was heckst du aus, Rob? Gar nichts. Danke für die Hilfe. Ich ruf dich an. Das ist der Formula Drift Mustang. Echt nice. Das ist er. Ich hab dir doch gesagt, das ist ein Muscle Drift. Und wir haben 6,9 Meilen der schönsten Driftstraße, die ich je gesehen habe, um es auszuprobieren. Lass uns loslegen! Wir haben es mit einem kompressorgeladenen 5-Liter V8-Motor zu tun, der einen guten Drehpunkt und eine leichte Betonung nach vorne hat. 900 PS, die hinten auf den Putz hauen. Man muss schon ein wenig... um die Ecke denken, um ein gutes Drift-Auto aus einer Muscle-Plattform zu bauen. Aber ich glaube, das hier ist ein sehr überzeugender Ansatz. Thank you.
schlecht für einen fast anderthalb Tonnen schweren 2015er Mustang GT. Warte nur, bis du... Nein? Nein, wir wollen nicht zu weit vorgreifen. Geht es nur noch bergab. Das meine ich im topografischen Sinne. Aber pass in den Kurven auf. Wir können nicht driften, wenn wir gegen Bäume fahren. Prognostiziert. Ich denke aber, dass wir es besser machen können. Das sind mehr als 1 Million Driftpunkte. Den Rauch von den Reifen sieht man sicher von der Stadt aus. Also, falls jemand zuschaut, was nicht der Fall ist. Okay, spuck's aus. Was hast du vor? Nur was Kleines, an dem wir gearbeitet haben. Naja, du kannst noch ein wenig warten. Du bist echt kein Meister der Geheimhaltungskunst, Rob. Weißt du das? Wie ich sehe, hast du ein paar Freunde dabei, Rob. Ja, nun ja. Nur der Ortsverband des Drift Club Mexiko. Wir dachten, wir überraschen dich. Das sind mehr Zuschauer, als ich erwartet hatte. Für einen geheimen Club. Lasst uns mal eine Show hinlegen. Komm schnell her! Oder fahr geradeaus die Treppen runter.
Das ist Mr. Kenneth Blocks Hoonigan Gymkhana 10 Ford Focus RS RX. 2 Liter Turbofrontmotor und Allradantrieb. Es gibt nur den einen Sitz. Ich werde also die Stimme in deinem Kopf sein. Guanajuato hat so etwas wie eine Driftkultur, weißt du? Tunnel, die engen Straßen, der Platz der Kathedrale. Die Straßen sind gesperrt, oder? Oh ja, unser neuestes Mitglied Pablo hat sich darum gekümmert. Jetzt folgt den Tunnel. Pass auf die Wände auf, die sind rau. Nach links! Abzweigung nach links! Du näherst dich dem Ende und einem ersten Einblick in die Zukunft des Driftens. Ich muss dir ein kleines Geständnis machen. Weißt du, wir haben noch ein Auto, das du dir ansehen kannst. Ist das das, wofür ich es halte? Der RTR Ford Mustang Mach-E 1400. Der erste elektrische Wagen für Drifts und Gymkhana. Na, Lust auf eine kleine Spritztour? Dieses Auto wurde von Driftlegende und Autozauberer Mr. Vaughn Gittin Jr. und den Ingenieuren bei RTR entworfen. Als Antwort auf die alte Frage, wie sieht die Zukunft des kontrollierten Übersteuerns aus? Das ist wirklich tolle Arbeit. Möchtest du für uns noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wir sind fast am Ziel, aber wie dir sicher aufgefallen ist, fahren wir im Allradantrieb mit allen 7 Motoren. Lass uns also für den Rest was anderes ausprobieren. Das war mit Allrad. Das Layout des Motors erlaubt es, quasi auf Knopfdruck den Antrieb zu wechseln. Schalte die Frontmotoren aus und wechsle so einfach von Allrad zu Heckantrieb und das war's schon. Der schnellste Antriebswechsel, den du je vollführt hast. Links-Gelegenheit da vorne. Sei aber vorsichtig mit dem Trägheitstransfer. Hart nach links einschlagen und dann rechts. Dann seitwärts in den Tunnel.
stabil geradeaus. Wir steuern auf unseren Ausgangspunkt zu. Im Namen des Drift Club Mexiko sowie RTR und Ford Performance möchte ich dir für die Demonstration der noblen Kunst des beabsichtigten Übersteuerns danken. Wir dachten uns, du würdest den Mach-E wohl gern behalten. Klasse! Aber wird Vaughn ihn nicht zurückhaben wollen? Oh, das ist eine exakte Kopie von seinem. Ich bin eben auch vorbildlich leidenschaftlich.